Hallo YouTube! Es ist schon wieder Donnerstag. Was bedeutet, es ist wieder Donnerstag-Time? Was ein Traum. Und diese Woche war unsere Aufgabe, einen Tag oder eine Challenge zu machen. Und ich habe mich hierbei für die Get Your Freak On Challenge entschieden, weil ich den ganz lustig und interessant fand und ich ja auch ein kleiner Freak bin. Das seht ihr dann gleich in dem Video. Was ich vorab einmal loswerden möchte, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin ziemlich erkältet und krank. Also mein ganzer Kopf hat irgendwie Druck und dröhnt und mein Hals tut weh. Aber ich wollte natürlich trotzdem ein Video drehen, weil das ist ja... Wir müssen ja dranbleiben. Ich hoffe einfach nur, ihr habt da ein bisschen Verständnis dafür, dass meine Stimme ein bisschen im Arsch ist und ja, dementsprechend... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich hoffe einfach, ihr habt Verständnis. So, die erste Frage ist, gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie für dich benutzt? Ja, den gibt es tatsächlich. Und zwar ist das der Spitzname, jetzt kommt, haltet euch fest, Anakin Skywalker. Ja, ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, wieso? Das kommt daher, dass mein Spitzname ja Annie ist und ich heiße ja eigentlich Annika. Und der Spitzname von Anakin ist ja auch Annie. Und Anakin, Annika klingt ja schon relativ gleich. Und eben durch dieses Annie kam mein Bruder irgendwann mal da drauf, als wir den Film geguckt haben. So, hey, der hat ja auch den Spitznamen Annie. Ich glaube, ich nenne dich jetzt auch immer Anakin. Dann fing halt mein Bruder an, mich Anakin oder auch Skywalker zu nennen. Und irgendwie hat sich das in meiner ganzen Familie breit gemacht. Und jetzt bin ich eben in meiner Familie Anakin Skywalker. Früher hat es mich ziemlich genervt. Mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool, weil Anakin ist ja auch ein krasser Typ, ne? Und von daher ist okay. Die nächste Frage lautet, hast du eine seltsame Angewohnheit? Ja, die habe ich tatsächlich. Und zwar ist das wieder so ein bisschen beauty-related. Und zwar geht es um meinen Lidstrich. Der muss nämlich wirklich immer on point bei mir sitzen und komplett symmetrisch sein auf beiden Augen. Also der muss wirklich gleich aussehen. Ich weiß ja, bei anderen ist es immer nur so, oh, der muss sitzen, einigermaßen gut aussehen. Das reicht schon. Bei mir, ich bin wirklich so ein Mensch. Ich bin da richtig perfektionistisch. Und ich stehe dann auch wirklich mal eine halbe Stunde im Bad und versuche, diesen Eyeliner perfekt hinzukriegen. Besser den dann 10-mal aus, bis er dann wirklich richtig gut aussieht. Deswegen stehe ich morgens auch echt immer eine halbe Stunde früher auf und plane mir die ein, um den Eyeliner zu ziehen. Und das ist halt wirklich eine seltsame und auch eine schlechte Angewohnheit. Ich fühle mich dann auch einfach nicht gut, wenn ich dann keine Zeit mehr habe und aus dem Haus gehen muss mit so einem halb perfekten Lidstrich, wo kein Mensch drauf achtet, weil es wirklich egal ist. Aber ich selbst für mich denke immer so, oh mein Gott, die werden alle auf meinen Lidstrich gucken und sich denken, der sieht ja richtig scheiße aus. Also das ist wirklich so eine Angewohnheit von mir, die ist echt nicht cool. Und da muss ich mal dran arbeiten, aber es ist halt, hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Würde ich mal sagen, eine seltsame Phobie von mir sind Füße. Also ich glaube, so seltsam ist sie heute gar nicht mehr. Ich glaube, vielen Menschen geht es ähnlich wie mir, weil ich finde Füße einfach, ich finde sie eklig. Ich weiß nicht, ich finde nichts, es gibt nichts Schönes an Füßen so. Selbst mit Nagellack finde ich sie immer noch eklig und hässlich und ich mag sie nicht. Besonders meine Füße mag ich wirklich überhaupt nicht. Deswegen fällt es mir wirklich richtig schwer, im Sommer mit irgendwie Flipflops oder Sandalen rauszugehen, weil ich meine Füße einfach nicht leiden mag. Genauso ist es mit anderen Füßen von anderen Menschen. Die finde ich auch ganz schrecklich. Und welchen Song drehst du heimlich auf und... Welchen Song drehst du heimlich auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? Das ist tatsächlich eine gute Frage, denn ich habe viele Songs, die ich heimlich aufdrehe und laut mitsinge, wenn ich alleine bin. Aber ich denke, eine Gruppe davon ist auf jeden Fall die High School Musical Lieder, denn ich liebe die High School Musical Lieder. Es gibt irgendwie, es ist meine Kindheit und die Lieder sind irgendwie einfach cool zum Mitsingen und zum Abgehen und Tanzen. Und dementsprechend, wenn ich alleine bin, habe ich öfters mal so eine High School Musical Sessions. Das ist wirklich die Lieder, die drehe ich gerne mal laut auf. Besonders irgendwie von Chappell, weil ich war schon immer so, alle haben ja immer Gabriella so geliebt und ich fand einfach immer Chappell geiler als Gabriella. Und auch ihre Lieder, finde ich, sind irgendwie cooler. Gabriella singt ja immer nur über Herzschmerz und Liebeskummer und Chappell singt einfach darüber, wie geil sie ist. Also ich meine, hallo, wie geil ist Chappell? Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Das ist bei mir auch wieder so ein Ding. Ich bin ziemlich ungeschickt, also ein ziemlicher Tollpatsch, wenn man das so sagen möchte. Und dementsprechend fallen mir jetzt ziemlich oft Sachen runter, einfach, wenn ich irgendwas von einem Platz zum nächsten trage. Und mich regt es immer tierisch auf, wenn ich dann die Sache, die runtergefallen ist, aufheben möchte und mir in dem Moment gleichzeitig eine andere Sache runterfällt, sodass ich mich zweimal nacheinander bücken muss und wenn ich dann beides wieder aufgehoben habe, dass mir dann wieder was runterfällt. Das ist einfach bei mir so, wenn eine Sache runterfällt, weiß ich schon, dass die nächsten 4 Sachen auch runterfallen werden. Und das ist so eine Kleinigkeit, die regt mich richtig auf. Also da werde ich immer richtig wütend. Nicht wütend, aber verzweifelt. Also, ne?
Was tust du, wenn du nervös bist? Ja, wenn ich nervös bin, bin ich, glaube ich, auch wieder, das machen, glaube ich, auch viele. So ein Mensch, der dann anfängt, mit allem irgendwie rumzuspielen, so an den Händen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mich mit jemandem unterhalte und ich bin nervös, dann fange ich an, zum Beispiel hier jetzt, einfach immer rumzuspielen. Also das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Ich mache das dann immer ab und spiele damit in den Händen rum oder auch mit der Kette, dass ich dann die ganze Zeit meine Kette immer anfasse und irgendwie auch mit meinen Haaren mache ich dann voll auf, ich mache wirklich ganz oft den hier. Oder auch wenn ich einen Vortrag halte, dann fange ich an mit meinen, ja, wie nennt man das, mit meinen Ärmeln hier, dass ich da irgendwie anfange rumzuspielen oder an meinem Saum am T-Shirt unten. Das ist wirklich, wenn ich nervös bin, muss ich einfach immer irgendwas mit meinen Händen machen und das ist ganz schrecklich. Also das merke ich dann auch immer, während ich es mache, aber ich kann einfach nicht aufhören, weil ich brauche das irgendwie. Es ist ganz, ganz blöd. Ganz blöd ist das. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Ja, also ich habe ja ein ziemlich großes Bett, wie ihr sehen könnt. Das Bett ist 1,80 Meter breit, viel zu breit für eine Person alleine, aber what soll's. Dementsprechend habe ich irgendwie nicht so eine feste Seite, auf der ich immer schlafe, sondern es ist meistens so, dass ich mehr in der Mitte versuche zu schlafen. Und wenn ich bei anderen schlafe oder andere hier bei mir habe, ist es dann aber meistens so, dass ich eher links schlafe. Ich weiß nicht, woran das dann liegt, aber wenn ich mit anderen im Bett schlafe, schlafe ich meistens lieber gerne auf der Seite, wo die Wand ist, weil ich, keine Ahnung, mich dann irgendwie geborgener gefühle. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mit anderen im Bett schlafe ich meistens auf der Seite von der Wand. Was war dein erstes Kuscheltier und wie war sein Name? Mein erstes Stofftier war ein Schaf und das hatte tatsächlich den kreativen Namen Schäfchen. Habe ich damals zur Geburt bekommen, habe ich auch immer noch, ist aber in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause. Mehr gibt es dazu auch eigentlich gleich zu sagen. Also mit meinem Namen war ich schon immer so kreativ, was meine Kuscheltiere anbelangt. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Also immer bei Starbucks gibt es bei mir eigentlich nicht, weil das immer sehr variiert. Aber ich habe so zwei Favorites und zwar einmal im Sommer ist das der Frappuccino mit Karamellcreme. Den trinke ich eigentlich fast immer im Sommer, außer ich möchte mal ein bisschen Abwechslung haben. Es klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie jeden Tag bei Starbucks. So ist es leider nicht, denn so viel Geld habe ich leider nicht. Und im Winter trinke ich dann gerne immer so einen Tee, und zwar den Hibiskus-Tee von Starbucks. Den habe ich mir auch schon mal gekauft für zu Hause. So, den kann man da ja kaufen. Der ist echt richtig gut, den kann ich euch nur empfehlen. Der ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube 2 Euro oder so, was ja für Starbucks echt nicht so viel ist. Also das bestelle ich immer bei Starbucks, diese zwei Dinge. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Ja, die gibt es tatsächlich, und zwar ist das diese einfache Regel, dass man zufrieden mit sich selbst sein soll und nicht sagen soll, dass man irgendwie zu dick ist oder nicht schön ist. Oder sage ich den Leuten immer so, hört mal auf, das zu sagen, ihr seid wunderschön, so wie ihr seid. Aber ich selbst habe da auch ziemlich große Selbstzweifel mit mir selbst. Also es gibt nur ganz selten mal einen Moment, wo ich sage, wow, ich bin zufrieden mit mir, sondern eigentlich bin ich immer unzufrieden mit mir. Da muss ich halt echt an mir dran arbeiten, so, weil es kann nicht sein, dass ich anderen sage, sie sollen zufrieden mit sich selbst sein, aber selbst kann ich auch nicht zufrieden mit mir sein. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Diese Frage finde ich irgendwie genauso sinnfrei wie die mit dem Bett. Ich weiß nicht, was die Leute damit anfangen wollen mit dieser Information. Ich gucke beim Duschen tatsächlich nach außen, weil ich so ein Mensch bin, der wirklich, ich habe Angst davor, nicht zu wissen, was hinter mir vorgeht. Ich bin so ein Mensch, wenn da ein Mörder ist, der mich erschießen möchte oder sonst was, dann möchte ich ihm ins Gesicht gucken und ich möchte sehen, dass da jemand ist. Anstatt diese Ungewissheit zu haben, so ist da vielleicht jemand oder nicht. Dementsprechend gucke ich auch beim Duschen immer nach außen, also da zum Duschvorhang hin, dass ich sehe, wenn da irgendwas ist. Wenn eine Gefahr droht, ich will das wissen, ich möchte nicht die Ungewissheit haben. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Seltsame Körperfähigkeiten habe ich jetzt so in dem Sinne nicht. Ich bin relativ gelenkig, also sehr gelenkig eigentlich. Das wurde mir schon öfter gesagt. Das ist so eine seltsame Körperfähigkeit, die ich an mir habe. Ansonsten würde mir jetzt so spontan auch keine einfallen, außer der hier. Weil zum Beispiel, das hier kann ja auch irgendwie jeder, ne? Also das ist ja jetzt nichts Besonderes. Gibt es ein schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Da gibt es sogar mehrere schlechte Essen, die ich trotzdem gerne esse. Und zwar auf der Liste ganz, ganz oben ist Snickers. Ich finde, Snickers ist so ziemlich die geilste Süßigkeit, die erfunden wurde. Also wirklich, es ist einfach perfekt. Und das ist so, dass ich weiß, es ist schlecht, aber ich esse es trotzdem liebend gerne. Ein anderes Essen ist natürlich auch McDonald's. Jeder weiß, dass es schlecht ist und jeder isst es trotzdem, weil es einfach geil schmeckt. Also so ist es ja einfach, ne? Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Ja, da gibt es mehrere Redewendungen und neuerdings habe ich mir angewöhnt, immer zu sagen, alles klar. Das habe ich mir einfach angewöhnt, weil ich momentan zu viel Unsympathisch TV und InScope gucke, weil die sagen einfach immer dieses alles klar. Irgendwie habe ich mir jetzt auch angewöhnt, immer zu sagen, alles klar, keine weiteren Störungen. Das ist eine Redewendung, die ich wirklich, wirklich oft sage momentan. Das ist auch ganz schrecklich. Ich möchte mir das wieder abgewöhnen, aber es geht nicht. Ich gucke zu viel Nico und Sascha. Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich
sportlich an. Da bin ich ziemlich unspektakulär. Entweder ich trage irgendwie so einen kitschigen Schlafanzug oder ich trage einfach eine Boxershorts und ein Oversize-T-Shirt. Ich glaube, das machen mittlerweile auch alle Mädchen, weil es einfach super bequem ist. Jetzt habt ihr eine weitere Info von mir, die ihr eigentlich nie wissen wolltet. Gern geschehen. So, das war's ja jetzt auch schon wieder mit meinem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann lasst es einfach sein. Und jetzt darf ich ja auch noch ein paar Leute taggen. Und ich habe mir daraus gesucht einmal die Galina, dann den Timmy und Max und Chris. Und ich hoffe, Leute, nehmt auch die Herausforderung an. Wenn ja, könnt ihr mir einfach eine Videoantwort posten. Oh, ach nee, es geht ja gar nicht mehr. Oder mir einfach einen Kommentar schreiben. Beziehungsweise ich sehe es ja sowieso, weil ich habe euch ja abonniert. Ja. Ich freue mich auf eure Tags und ja. Melle und ich haben uns jetzt übrigens überlegt, jeden Monat eine Tag oder eine Challenge zu machen. Und da könnt ihr einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie eine bestimmte Challenge haben wollt oder einen bestimmten Tag von mir. Jetzt sage ich aber auf jeden Fall erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Und abonnieren nicht vergessen, nein, Spaß. Auf jeden Fall bis nächste Woche und Tschüss. Das war ja gar kein Hase. Das war ja ein Schaf.